Und damit willkommen zurück zu Lego Batman 3, jenseits von Gotham. Und ich begrüße erstmal ein paar Leute, und zwar die Lisa und den Leon. Willkommen hier auf das Video. Das wird die letzte Folge übrigens sein von Lego Batman 3, jenseits von Gotham. Ich dachte mir so, ja, länger wollte ich das jetzt auch nicht machen, denn es ist schon mehr als ich dachte. Aber wir werden so viel machen, wie wir konnten in dieser Episode sozusagen. Erstmal die Charaktere holen, die ich letztens freigeschaltet habe. Keine Ahnung, zum Beispiel der hier oben. Black Manta, genau. Hawkman. Okay, der war nicht so geil. Musikmeister. Bane. Oh ja, Bane. Und der Schläger. Hier auch noch ein paar Schläger. Question. Den auch noch. Boah, Black Hand ist ja voll teuer. Okay. Ja, also einfach mal ein paar Sachen so machen, bis wir fertig sind mit der Folge. Es wird so eine 30-Minuten-Folge. Und wir werden hier so viel machen, wie konnten. Gut, Green Lantern. Hallo, mein lieber Verbrechensbekämpfer, der auf keinen Fall sein Kostüm von jemand anderem geliehen hat. Ich bin Green Lantern. Ich habe von euren Reisen zu den anderen Lantern-Planeten gehört und nun sagen wir mal, dass das wahre Abenteuer nicht zur offiziellen Führung gehört. Hilf mir, diese Tür zu öffnen und ich zeige dir, was ich meine. Okay, Ich verspreche es. Hinter dieser Tür wartet eine Welt voller Abenteuer. Nein, eher sechs. Siehe, die interplanetare Planet-zu-Planet-Teleportationskammer. Oder wie auch immer das heißt. Von hier kannst du eine Abkürzung zu all den Planeten nehmen, auf denen du schon gewesen bist. Und dann kannst du den gesamten Planeten erforschen. Aufregend, was? Und als wäre das noch nicht genug, gibt es da eine Menge von diesen Schätzchen. Hier, probier mal, um auf den Geschmack zu kommen. Wir sehen uns da oben. Also, einfach nur auf Planeten gehen und dort sammeln. Ja, danke, Green Lantern von Unitoons. Habe ich gerade Unitoons gesagt? Ich meinte natürlich den Unitoons. Sorry, ein paar Sprachfehler. Ich bin noch ein bisschen. Ich klinge ein bisschen krank, aber eigentlich bin ich gerade aus dem Bett gekommen. Ah. Die zweite Hauptquartier. Okay, hier sind die ganzen Welten. Samaron, also da, wo wir auch in der Story waren, gibt es halt noch in Weltenform. Das wusste ich schon davor, weil das im Trailer noch angeteased wurde. Und die können wir jetzt alle aufbauen. Wir werden aber nicht alles 100% machen, wie gesagt. Ich werde einfach bei jeder Welt mal reinschnuppern. Aber mal kurz da reingucken. Und ein paar Sachen machen. Was machen Sachen? Okay. Komm, das letzte Tor hier noch. Okara. Alright, in welches gehen wir denn zuerst? Uff, okay. Ine, mine, mu. Und raus bist du noch lange nicht. Ach, egal. Machen wir einfach das hier. So, rein da. Ui, ja. Warte, wie lange dauert das denn? Vor allem hier ruckelt das die ganze Zeit, aber. Was ist denn das? Wow, das ist mal eine andere Sicht. Oh, eine Sekunde, Freundchen. Hier wird nicht ohne Tour auf eigene Faust erkundet. Aha. Jo, was für eine geile Mucke im Hintergrund. So, dieses du. Und ich versiffe wieder in Lava. Oh mein Gott, ist das jetzt mein Ernst? Ach, übrigens, ich habe noch irgendwie einen roten Stein bekommen.
Extras. Ich weiß nicht, was war denn das für ein roter Stein? Ah, den muss ich erstmal kaufen, stimmt. Ja, muss ja später mal dahin gehen. So, was willst denn du noch? Du traust dich also in die tödlichen Abgründe von Okara? Tja, achte auf diesen gierigen Orange Lantern. Er schnappt sich alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Vermutlich auch alles, was nagelfest ist, inklusive der Nägel. Aber ich schweife ab. Sehen wir uns mal um. Mir nach. Ach, er gibt mir jetzt so einen Rundgang. Okay. Ich dachte, ich muss es mir jetzt selbst alles angucken. Okay, Adam Das West ist ist wieder irgendwo also gefangen. so eine Art Tempel-Dingsbums. So eine Art Tempel-Dingsbums. So kann man es auch beschreiben. So, das ist die Beschreibung vom Spiel. Tempel-Dingsbums. Pass auf deinen Bürzel auf. Wir kriegen Ärger. Das hätte ich mir auch gedacht. Kein Charakter kann auch alleine hier rumlaufen, ohne dass er gleich bekämpft wird. Like von Looney Tunes. Ups. Sorry. Ich habe ihn das mal fünfmal gekillt. Hilfe, ich bin Adam West. Mal, Ich war in Adam, Gefahr. halt mal die Klappe. Wo ist denn jetzt hier das Ende? Könntest du mir das bitte sagen? Ich finde ja schön, dass du hier so einen Rundgang machst, aber das soll bitte ein schneller Rundgang sein. Adam West, Junge. Ich kann dir nicht helfen. Hilfe! Wenn Ja, ich ich dieser mach das blöde schon. Hase wäre, wäre mir das nicht passiert. Na, hast auch verdient, was du mit Bugs Bunny gemacht hast. Also, wer es nicht kennt, die Ente war ja immer so schuld. Sie wollte den Bugs Bunny halt immer töten, indem es immer Hasensaison ist. Und dann kommt dieser Jäger und tötet Bugs Bunny. Aber er macht es dann nicht, weil dann Bugs Bunny sagt, es ist Entensaison. Oder nee, ich glaube, irgendwas anderes war da so. Auf jeden Fall hat Bugs Bunny so gemacht, dass dann die Ente gekillt wird. Diese Zeichen sind wirklich sehr interessant. Da steht DD Forever. Ich frage mich, was das heißt. Gott. Das ist nicht dein Ernst, Alter. DD Forever. Nee, ich dachte gerade echt an DC Justice, aber es wird ja mit J Ich geschrieben. rate dir aus Erfahrung, isst die Pflanzen lieber nicht. Hatte ich auch nicht vor. Aber für so ein Herbarium wäre das eigentlich gut. Boah, wenn ich das Wettrennen hier mache, sind wir jetzt endlich mal Du fertig. bist verabscheuungswürdig. Du eigentlich auch. Oh mein Gott. Ich will doch nicht. Robin, es tut mir leid. Du stehst aber die ganze Zeit im Weg. Mein Robin, verpiss dich doch mal. Robin! Hätte. Jawohl. Sind wir jetzt da? Da Sieht aber wären so wir aus. wieder. Na, Kumpelchen, wie hat dir Okara gefallen? Und vor allem, hast du noch alle deine Gegenstände, mit denen du gestartet bist? Ja? Na dann genieß die Aussicht. Ja. Ja, erstens, ich hatte keine Gegenstände und zweitens, ja, es sieht eigentlich nicht schlecht aus. Okay, ich werde jetzt dieses Wettrennen hier machen. Wo war denn das nochmal? Und auch merkwürdig, dass ja Planet wirklich so rund ist, wenn man läuft. So. Da merkt man halt, dass wir nicht in einer Simulation leben und dass halt die Erde wirklich rund ist. Flat Earth Theorie ist fake. So.
Dahin da. Und jetzt muss ich da wahrscheinlich. Genau. Oh, ich bin so gut. Komm. Jawohl. Und das letzte. Ja. Der Profi mal wieder am Start. Eieiei. Guckt gleich diesen geilen Typen an. Was ist die Musik so? Dieses beruhigende. Okay, wisst ihr, Leute? Das ist vielleicht doch nicht das Finale. Es tut mir leid. Aber ich glaube, es. Wir machen das mal ein bisschen anders. Wir machen so jede Folge noch die Open World. Also die ganzen Welten. Und dann. Ja, machen wir noch die letzte Folge, wo wir in der Basis noch was machen. Zum Beispiel diese Charakter erstellen oder so. Daran hätte ich eigentlich Bock. Ja, komm. Komm, Leute. Das war's noch nicht mit dem Projekt. Wir machen noch ein paar Missionen hier in dieser geilen Welt. Gut. Ich überlasse meinen goldenen Stein nicht euren dreckigen Pfoten, ihr orangenen Banditen. Oder... Ist diese Scheißente überall? Killermotte, mein Lieblingscharakter. Was willst du denn jetzt schon wieder von mir? Ich sagte zurückbleiben, du gieriger... Oh, du bist es. Pass lieber auf. Der Orange Lantern verbreitet die Macht der Gier, was für den Laien heißt, dass er ein unersättlicher Dieb ist. Ich glaube, den werden wir nur los, wenn wir ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, wenn du verstehst, was ich meine. Okay, ich hab's kapiert. Ui, na, was wollt ihr von mir? Oh, 20 davon. Ja, das ist ja einfach. Ich bin noch mehr Gegner, ne? Du sollst schießen und nicht schlagen. Das kannst du aber auch in diesen Lego-Spielen auch nicht bestimmen. Na schön, ihr gierigen Monster. Ihr bekommt was von mir. Genau hier. Kaboom! Ja, schön, dass du Kaboom machst, aber... Kann ich einen Laserstrahl zumindest machen? Nee. Wo schießt er bitte hin? Zack. Boom. Boom. Ach, schon wieder daneben. Ja, na endlich. So, das wäre erledigt. Und ich dachte schon, der Kadett auf dem All-You-Can-Eat-Buffet wäre gierig gewesen. Da hätte der Orange Lantern ihm aber noch so ein, zwei Dinge gezeigt. Hier, kannst du für mich auf diesen Stein aufpassen? Bei dir ist er sicherer. Bruder, was willst denn du für ein Kacktyp, der guckt mich nicht mal an. Er guckt nicht mal in die Kamera, Alter. Boah. Das war schon echt gemein. Na gut. Was ist das hier? Warum leuchtet das hier so? Kann ich hier irgendwas machen? Das sieht aber nicht so aus. Von außen irgendwas? Ah, guck mal. Es gibt immer einen Weg. Gut. Was passiert jetzt? Adam, ich hab das schon verstanden. Ah! Boah, fast. Fire Flame. Ist das die Freundin oder die Schwester von... wie heißt denn der Kerl? Warte mal, von... was nicht Black Hand? Wo war denn dieser Feuertyp? Ja, dann war es doch Black Hand. Oder hab ich den gar nicht? Könnte auch sein. Ach, egal. Scheiß drauf. So. Ja, ich komme doch gleich. Meine Güte, geht er auf den Sack. Komm ich da hoch? So. Hier brauche ich wieder so einen Pflanzencharakter, aber ich habe keinen Pflanzencharakter. Ja, blöd gelaufen. Ich weiß nicht mal, wo gibt's denn Pflanzencharakter?
Und scheinbar in Gefahr, ja. Kann man nicht in Gefahr sein? Das wäre schön. Erstmal ziehen wir die Scheiße hier raus. Gut, damit wir hier den Hebel betätigen können. Und damit wir dann... Ah, damit das offen ist. Als ob ich da nicht einfach rauffliegen kann. Come on. Du kannst mir noch nichts erzählen. Wenn ich da jetzt nicht rauffliegen kann, dann flippe ich aus. Ha! Ah, ich brauche keinen Pflanzencharakter. Ich weiß, manche würden mich jetzt als Cheater bezeichnen. Aber nein, war nicht cheaten. Okay, ich dachte, ich bekomme jetzt irgendeine Belohnung, wenn ich die ganzen Wespen da wegschieße. Aber nee, leider nicht. Gibt's hier noch irgendwo? Alter, wie weit kann ich denn fliegen, Junge? Hier irgendwo gibt's bestimmt noch was. Hier vielleicht. Ah, hier irgendwas. Ah, guck mal. Da können die Großen was machen. Zum Beispiel Killer Croc. Jawoll. Oh, die gibt's auch sehr viel Belohnung. Da kann gleich der super taktische Batman ran. Mit dem Poweranzug erstmal. Ja, das auch noch kaputt machen. Genau. Und dann kannst du noch das ganze goldene Zeug wegmachen. Nein. Ach, ich dachte gerade an so nah. Ach, egal. Das war der Weltraumanzug. Idiot. Okay, ein weiterer goldener Stein. Jawohl. Gut. So, wo führt uns hier der Weg hin? Achso, das ist einfach nur das Portal, wo wir herkamen. Ach, ich brauche keine Box mehr. Stimmt. Ich habe ja jetzt eine Funktion, dass ich nicht mehr diese Sachen aufpumpen muss. Das finde ich richtig geil. Machen wir hier das Wettrennen. Oh Gott. 5 Sekunden, Alter. Wie schnell muss ich denn fliegen? Gut, das schaffe ich. Nein! Oh! Nein! Flieg doch weiter! Diese Steuerung ist so ekelhaft, aber okay. Wann ist denn jetzt hier mein Ende? Ah, da. Jawohl! Super! Immer das jetzt auch. Und hier ist ein kleiner Felsen. Oh, bekomme ich ein Flugzeug? Wenn ich alle von diesen. Ja, Alter. Warte doch mal. Ich dachte schon, die Zeit geht nicht runter. Dann wäre das echt kritisch gewesen. Da unten noch kaputt machen. Ah, ich brauche einen Wassercharakter. Schnell. 12 Sekunden. Oh, Mann, das schaffst du. Jawohl. Ah, ist ja easy. Alles noch easy. Okay, das wird ein bisschen kritisch. Da müssen wir jemanden mit schießen. Ich hätte den eigentlich behalten können. Aber okay. Wo ist denn jetzt die letzte Scheiß-Murmel? Wo ist die letzte? Hallo? Da. Nein! Ich Idiot! Oh mein Gott. Das war so idiotisch von mir. Ich mich so angestellt habe, Alter. So, jetzt wechseln auf Black Manta. Zack. Alter, diese Kamera. Hallo?
auf irgendwas zu fokussieren. So. 6 von 10. 7 von 10. 8 von 10, jawohl. Und ja, okay, die letzten zwei schaffen wir. Das zweite Mal schaffen wir es immer. Ja. Easy. Jetzt bekommen wir irgendein Raumschiff. Ich weiß aber nicht, wo wir es benutzen können. Also, das wurde mir noch nicht erklärt oder gezeigt oder irgendwas anderes. Aber es gibt auf jeden Fall Flugzeuge. Erstmal mein Mikrofon ein bisschen näher ran hier. So, wie kommen wir da jetzt rein? Oder war das jetzt die Mission? Ich weiß das jetzt nicht. Ob das jetzt irgend so ein random Felsen ist oder ob das wirklich jetzt eine Mission ist. Alter, diese Steuerung. Nee, das ist tatsächlich eine Mission. Aber wie kriege ich denn das jetzt hier auf? Das ist eine Frage. Keine Ahnung, Bruder. Frag den Spezialisten. Jedenfalls hier nochmal ein Wettrennen. Ich brauche Flash immer. Ja, jetzt. Egal. Machen wir das nächste Mal. So. Brauchen wir Flash, auf jeden Fall. Junge, wie tief springst du denn bitte? Man soll auf diese Pilze springen. Hallo? Ja, endlich. Nein, 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 nein. Was machst du denn, Flash? Du sollst dich Bahn gehen. Oh, Junge, weil Flash sich dachte, er muss jetzt erstmal Bahn gehen. Hey, ihr lasst doch euren alten Kumpel Adam West nicht. Alter. Spring noch da drauf. So, aber jetzt will ich baden gehen. Boah, Junge, Junge. Also wirklich, diese Steuerung manchmal ist echt blöd. Gut, na gut. Egal, Hauptsache wir haben's. Da ist irgendwas von mir dann. Adam, du gehst mir echt auf den Sack. So. Weil du jetzt die ganze Zeit am Meckern bist, helfe ich dir jetzt endlich mal. Vor den anderen Zug. Bitteschön. Danke, sind wir auch rumzuheulen. Auf geht's zum Stand. Und für den Fall der Fälle nehmen wir Anti-High Bettspray mit. Was für ein Anti-High Spray? Anti-High Spray. Naja. Na, wenn das mal hilft. Das ist noch eine Lootbox dort unten, ne? Warum sag ich Lootbox? Okay, ganz komische Welt. Robins Motorrad, ja, fährt eh keiner. Also ehrlich, wer fährt denn das Gerät? Niemand. Okay, dann haben wir hier vorne noch was Grünes. Ist auch sehr wichtig. Das ist wieder das Scheiß-Motorrad. Na gut, dann gehen wir dort hinten noch hin. Das ist der letzte Strahl, der hier ausgestrahlt wird. Oh mein Gott, bin ich ein Vollhonk. Okay, das wäre jetzt echt lost gewesen, hätte ich es nicht geschafft. Ach so, das war ja das. Ja, aber nee, da haben wir doch hier alles, oder? Also ich weiß jetzt nicht, was sie mir noch darstellen wollen, weil überall komme ich hier nicht rein. Och, nö, nicht wieder die Ente. Nö, darauf habe ich jetzt nicht so Lust. Halt mal die Klappe. Auf die Ente habe ich jetzt keine Lust. Nee, nee, nee. Mal ein anderes Mal. Auch was Tolles.
Ah, kriege ich das auf? Ich will diese Box bekommen. Das war klar. Gut, Lantern, kümmere dich mal darum. Ja, mal schön auf die Apple Watch gucken. Schön, dass ich nochmal hinweise, weil ich habe eine. Dankeschön. Schon 48. Das ist eine Menge. Gut, aber dann will ich jetzt hier erstmal den Part beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf einer anderen Welt. Ja, und wenn wir alle Welten fertig haben, dann wird dieses Let's Play auch eine endische Sequenz bekommen. Ja, eigentlich ein Ende. Nur. Ja, Queen London, jetzt geh auf, nicht auf den Sack. Ja. Bla. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.